Ja, und Österreich verfügt auch über viel Muskelkraft, denn er ist der stärkste Mann des Landes und könnte an diesem Wochenende in Malaysia zum stärksten Mann der Welt gekürt werden. Martin Wilder aus Langkampfen. Der Extremkraftsportler führt vor dem Finale die Gesamtwertung der Strongman Champions League an. Mein Kollege Norbert Behlener hat sich mit dem Unterländer Kraftlakel nicht gemessen, sondern nur getroffen. Das ist Martin Wildauer an seinem Schreibtisch im Gemeindeamt Langkampfen. Der HTL-Absolvent ist dort als Sachbearbeiter tätig. Das ist Martin Wildauer beim Training. Höchstgewichte stemmt das 145 Kilogramm schwere und 1,90 Meter große Kraftpaket mit Leichtigkeit. Ja, also bei mir hat das angefangen generell so mit Schwarzenegger-Filmen und so. Das hat eigentlich ganz gut hingehauen, das hat mir super gefallen. Aber ich habe dann, nachdem ich trainieren angefangen habe, schnell festgestellt, dass ich für das Körperliche und die jetzt im Bodybuilding nicht geeignet bin. Da war ich nicht so konsequent. Aber ich war dann schnell einer von den Stärksten im Studio und dann bin ich eigentlich von einem zum anderen gekommen und hat mir immer schon gut gefallen im Fernsehen, die Steinkugeln heben und so weiter, die Baumstamm über den Kopf drücken und dann habe ich so angefangen. Und jetzt ist der 26-Jährige einer der Superstars in der Strongman Champions League. Bei den Bewerben auf der ganzen Welt werden die starken Männer an ihre Grenzen gebracht. Psyche ist in unserem Sport auch ganz wichtig, weil es geht natürlich immer ans Limit, es geht natürlich immer über 100% im Wettkampf. Und das Ziel ist klar, den Gewinn der Strongman Champions League und damit der stärkste Mann der Welt zu sein. Ziel ist natürlich, das zu gewinnen und das wäre unglaublich schöne Bescherung praktisch. Wir halten die Daumen ganz fest, versprochen.